Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zum neuen Projekt hier auf SquirrelGaming.de. Und zwar X-Rebirth, eine Weltraum-Shooter-Strategie, Simulation oder so. Es ist jetzt mittlerweile der vierte Teil der X-Serie. Der dritte Teil ist vor etwa 5 Jahren erschienen. Und auf diesen Teil hier, auf Rebirth, habe ich mich extrem gefreut. Und ich will euch dieses super Spiel jetzt mal, was ich denke, dass es ist, nicht vorenthalten. Und wir schauen einfach mal, wie lange es uns Spaß macht und so lange zocken wir es. Und soll es irgendwann dann mal total lahm werden, lassen wir es. Was ich aber nicht glaube. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir einfach mal an. Neues Spiel, eine Kampagne. Und los geht's, würde ich mal sagen. Ja, ich kenne die Teile. Den ersten kenne ich. Den zweiten habe ich auch gezockt. Den dritten nicht mehr. Der erste Teil, glaube ich, war sogar mein erster Weltraum-Shooter. Wie lange ist das jetzt her? Sieben, acht Jahre so ungefähr. Denke ich mal, keine Ahnung. Wen es interessiert, kann ja mal bei Google oder so auf oder Wikipedia oder was das der Teufel wo nachsehen. Auf jeden Fall ist es so eine Art Weltraum-Strategiespiel oder Kampfspiel, je nachdem, wie man es handhabt, sagen wir mal so. Aber jetzt hören wir mal zu, was diese schöne Dame oder keine Ahnung, was das ist, zu sagen hat. Enzyklopädie-Eintrag. Historische Schiffe. Stolz von Albion. Dieser von John Ferco im Jahr 2932 gebaute Schiffsprototyp stellt ein Meisterstück dar, das auf Bauplänen des Ingenieurs Balaji basiert. Seine Vielseitigkeit in puncto Antriebsleistung und Waffen, Schild- und Hüllentechnologie hätten ihn eigentlich zu einem erstklassigen Schiff für das Militär gemacht. Das Modell schaffte es allerdings nie bis zur Serienreife, da der Bau der Grundkonstruktion mit erheblichen Kosten verbunden war. Der einzige Prototyp wurde von der argonischen Regierung aufgekauft und spielte eine große Rolle im Terraner-Konflikt und der Plutarch-Revolution in Albion, wo er für den Teladi Phaalos Tisanos Hounas den Ersten registriert war. Zuletzt wurde das Schiff in einem massiven Gefecht gegen die Plutarch Mining Corporation gesehen, wo es wohl schwer beschädigt und anschließend als im Kampf vernichtet eingestuft wurde. Noch ist sie nicht zerstört. Ich denke, da habe ich ein Update für die Enzyklopädie. Enzyklopädie-Eintrag. Revolution in Albion. Sofort nach dem überraschenden, massiven Versagen der Tore im Jahr 2947 unternahm die Plutarch Mining Corporation im Albion-System einen Putschversuch gegen die dort stationierten Streitkräfte der argonischen Regierung, da die argonischen Verbände keine Möglichkeit hatten, Verstärkung aus anderen Systemen zu erhalten, war es ein leichtes für die Streitkräfte der PMC, sie zu besiegen. Daraufhin richtet die PMC eine Übergangsregierung ein. Trotz der seit Jahrzehnten andauernden Trennung vom Tor-Netzwerk gelang es der PMC-Übergangsregierung erfolgreich, Wohlstand, Fortschritt und Sicherheit für alle Bewohner des Albion-Systems zu schaffen. Hinweis: Artikel gesperrt. Keine Aktualisierung. So, es sieht nach unserem ersten Schiff hier das aus. Und irgendwas dort unten auf dem Monitor passiert gerade. Hey, ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Ja, ich verstehe dich laut und deutlich. Mehrere meiner Systeme sind ausgefallen. Ich muss andocken. Okay, wähle seine verfügbare Gesprächsoption. Okay. Darfst andocken. Ich glaube, da drüben ist eine Andockvorrichtung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie funktioniert. Du bist dir besser sicher. Ich komme schnell rein.
Hallo. Hey, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Danke. Wie bist du in dieser Kapsel gelandet? Ich wurde im Highway angegriffen. Es ging alles so schnell. Sie könnten immer noch in der Nähe sein. Du warst das einzige Schiff da draußen. Wir können zur nächstgelegenen Station fliegen, aber es wird eine Weile dauern. Wenn sie mich verfolgen, dann haben wir ein Problem. Lass mich nachsehen. Ja, auch neu in diesen, in der neuen X-Serie ist jetzt, man kann die Schiffe frei begehbar. Das ist unser erstes Schiff. Später können wir auch noch größere Schiffe und wenn es so funktioniert wie in den vorherigen Teilen, unsere Schiffe aufrüsten mit Waffen und. Ja, für alle, die es kennen, die vorherigen Teile, wissen eh Bescheid. Die anderen, lasst euch mal überraschen. Wir könnten noch mal eine Runde da zocken. Nein, geht nicht. Dann gehen wir mal zurück auf die Brücke und benutzen. Und schauen mal, was dort vorne passiert. Wenn das ein ausgeklügelter Versuch sein sollte, mein Schiff zu klauen, dann hättest du besser gewartet, bis ich meine Reparaturen abgeschlossen habe. Du machst keine Witze. Das Ding sieht wirklich schlimm aus. Du bist Ingenieur? Techniker. Ich arbeite für Herz von Albion und führe Sicherheitsüberprüfungen in Arbeitsbereichen wie Schiffen, Produktionslinien oder ähnlichen Dingen durch. Yisha Terran. Ren Otani. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Stolz von Albion. Du kennst deine Schiffe. Ich habe es hier in der Nähe aufgelesen. Seitdem versuche ich es wieder in Schuss zu bringen. Ein Spaßvogel dachte wohl, es wäre lustig, die Schiffs-ID zu Albions Gang zu ändern. Ich sollte wahrscheinlich meine Leute wissen lassen, dass es mir gut geht. Damit kann ich dir nicht helfen. Ich bin hier, weil ich nach einem Hochleistungstransmitter gesucht habe. Es ist wohl das Beste, wenn wir zu einer Station fliegen. Wir fliegen weiter, wenn ich die Antriebe etwas aufgewärmt habe. Drücke Leertaste, um die Maussteuerung zu aktivieren, deaktivieren. Ja, ich habe natürlich schon ein bisschen reingeschaut. Man kann das Schiff auch mit der Maus steuern, was mir persönlich sehr unsympathisch ist. Ich steuere es lieber mit den Tasten. X beschleunigen und Y zu verlangsamen. Hier unten sehen wir unsere Schubregler. Vorwärtsschub. Rückwärtsschub. Und wir fliegen jetzt mal, wir müssen. Okay. Sorry, sie spinnt manchmal etwas rum. Das passiert eigentlich nur, wenn einige PMC-Schiffe den Highway verlassen. Fast fertig. Wusstest du eigentlich, dass dein Turboantrieb außer Betrieb ist? Ja, der hat noch nie funktioniert. Leg wohl an. Moment. Okay, unser Turbo anscheinend funktioniert wieder. Wofür war das denn? Das waren Sicherheitskräfte von Plutarch. So eine Provokation direkt vor deren Augen ist eine schwachsinnige Idee. Entspann dich, sie werden nicht so schnell aufholen. Pass auf, ich habe einen Freund auf einer nahegelegenen Station. Bring mich dorthin und wir bekommen die meisten unserer Systeme wieder in Gang. Schau dir das an. Versuch es. Okay. Die Triebwerke sollten jetzt besser reagieren. Ja, es funktioniert eindeutig ein bisschen schneller. Links, rechts bewegen. Drehen. Also halte Tab gedrückt, um den Turbo zu aktivieren und längere Distanzen schnell zu überwinden. Ja, wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? Hallo? Ich glaube, wir müssen dann. Drücken wir die Tabulator-Taste. Da geht der Turbo gleich auf. Hast du das gemacht? Die Hälfte deiner Systeme befand sich im abgesicherten Modus. Ist sie in einen Kampf geraten? Sie ist so, seit ich sie gefunden habe. Wie wäre es, wenn wir dich zur Station bringen? Okay, wir müssen. Die gelben Leitpfeile zeigen dir, wohin du fliegen solltest. Durch eine gelben Leitpfeile, also die da vorne an meinem Vordenkreuz. Hopp! Dahin müssen wir, da ist ja. Schlafender Riese, dorthin müssen wir fliegen. Natürlich mit Turbo. Okay, jetzt ist der Turbo zu Ende. Wir müssen mit normaler Geschwindigkeit weiterfliegen. So, die Musik werden wir jetzt ein bisschen leiser stellen. Einstellungen, Audio-Einstellungen, Musiklautstärke. Alles andere lassen wir mal Vollgas. Auf voller Kanne. Ich glaube, da dürfen wir nicht durchfliegen.
Das ist irgendwas so, das sind nicht die Superhighways. Im ersten Teil hat es noch an jeder Ende von so einer Galaxie hat es noch so ein Sprungtor gegeben. Die sind jetzt mittlerweile durch die grünen Highways da, nennt man die Teile. Wo bist du bitte? Der ist da mittendrinnen? Ernsthaft? Wow! Wow, wow, wow. Ja, wir müssen da rein irgendwie. Ich schalte jetzt echt mal die Maussteuerung ein. Was, die Zielanzeige gibt an, wie weit du von einem Ziel. Ja. Okay, jetzt fliegen wir mal da ganz langsam rein. Langsam. Langsam. Alter, da katapultiert uns doch gleich wieder raus. Da ist doch mitten in den Superheavy da drinnen, oder? Ja, jetzt sind wir drinnen. Yeah! Das sind die Superhighways. Mit irrsinnig geilen Superspeed. Oh mein Gott, ist das geil. Kann man den Turbo auch noch aktivieren? Nein. Also wir sind schon auf voller Kanne Speed unterwegs. So wie ich das gerade sehe. Einzige Schade, dass man das nicht irgendwie umsehen kann. Aber naja. Vielleicht lernen wir das auch noch. Und dort sieht mir noch ein Ende von den Superhighway aus. Cool. Dort voraus ist die Ödlandkolonie. Nicht gerade ein Quell der Luxuriosität, aber einladend genug. Aber wisst was? Wir dann jetzt nochmal abbremsen. Jetzt schauen wir uns da mal um, wie das aussieht. Was da alles so in der Nähe ist. Also ich muss einmal ganz ehrlich sagen, die Grafik ist ja mal genial. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und dort vorne ist eine Station. So wie ich das gerade richtig sehe. Aber egal, jetzt fliegen wir mal da zu der Station hin. 5 Kilometer sind wir entfernt. Bin neugierig, ob man Statusinformationen hinzugefügt. Also Ödlandkolonie. Okay, was haben wir denn da drin? Informationen freigeschaltet. Hülle 100% Lager 0 von 0. Waffensysteme. Okay. Bin neugierig, ob wir da jetzt selber landen müssen oder ob das Autopilot übernimmt für uns. So, langsam. 2 Kilometer. Das muss doch das Teil da sein, oder? Alter, sieht das nicht genial aus. Jetzt muss man noch einmal kurz stehen bleiben. Alter, das sieht doch sowas von genial aus, das. Das ist ein Auftrag dahinter. Was? Doppelklick? Doppelklick auf das markierte Symbol und docken wählen. Okay, jetzt fliegen wir mal hin. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Ganz langsam müssen wir dafür. Ich glaube, ich schließe mir jetzt noch mein Gamepad an. Und dann werden wir das mit dem Gamepad weiterfliegen. Oh, ist das genial, ey. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ah! Bremsen? Nun halt endlich die Klappe, Betty. Und. Andocken. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Oh, schade, dass da keine Animation oder was gibt.